units heading up to the code 3 chase. Suspect was last reported southbound on Highway 99. Can you give me more info on that call? Just clear another call. I'm headed over there. Closing fast on a vehicle that matches the description. That reported party? All units go to condition 2. Pile into a rig, stand by. I'm gonna try to get in front of this guy, slow him down. Inka vs. Goffin. Das Team Kakadu des FZI zeigt ein Rennen autonomer Fahrzeuge als Challenge des Audi Autonomous Driving Cups 2016. Inka ist Gangsterin und versucht möglichst schnell an den beiden Blitzern vorbeizufahren. Ziel von Inka ist es, an beiden Blitzern vorbeizufahren, bevor sie vom Polizeiauto Goffin gefangen wird. Fangen bedeutet, dass Goffin ganz nah an den Marker fährt, der an Inkas Heck angebracht ist. Fährt Inka vorher an den Blitzer vorbei, bevor sie von Goffin gefangen wird, hat Inka gewonnen. Alle Mitspieler haben eine Visualisierung auf ihrem Tablet oder Handy. Die Mitspieler stimmen gemeinsam darüber ab, in welche Richtung das Auto an der nächsten Kreuzung abbiegt. Mit Hilfe des Boost-Knopfes kann das Auto auf geraden Strecken für kurze Zeit schneller werden. Nach der Engstelle müssen sich nun die Spieler entscheiden, ob sie geradeaus oder rechts fahren wollen. Und sie entscheiden sich kollektiv, links abzubiegen. Gerade fährt Inka auf den letzten Blitzer zu und trotz Unterstützung des Teams Kakadu gelingt es Goffin nicht, Inka abzuhängen. Und so hat Inka gewonnen. Vielen Dank fürs Mitmachen, das war unsere Challenge.